Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Wir haben in der letzten Folge das heiße... Oh, ich sehe gerade, da ist die Schnauze. Die heiße Lava oder das heiße Metall abgekühlt. Und werden jetzt mal die Schnauze dort unten pfeffern und mal sehen, was die... auslöst. Eine Flasche, okay. Naja. Wie kommen wir denn jetzt wieder hoch? Da drüber? Ich glaube, da hinten war aber nichts mehr, ne? Weil da war so ein Gitter. Nicht, dass man da noch irgendwie was kaputt machen kann. Ne, sieht nicht so aus. Okay. Dann... Mal gucken, ob wir hier wieder hochkommen. Die Schneekugel. Da waren wir ja, glaube ich, schon da oben. Da haben wir ja das Metall gekühlt. Da waren wir, glaube ich, auch schon. Ja, ich denke mal, dann müssen wir da wohl rüber, ne? Hier weiter durch das Rohrsystem. Alles klaro. Huch, da ist irgendwie hängen geblieben. Was ist hier? Waren wir da? Aha. Was sagt die Katze? Ruhig jetzt, nimm dich zusammen. Spring zur ersten Öffnung, dann zur nächsten und reite auf den Luftströmen nach oben. Ja gut, okay, das hätte ich... wahrscheinlich auch noch selber rausgefunden. Aber wir gehen jetzt hier erstmal weiter und gucken, ob hier noch irgendwas ist. Sieht nicht so aus, das waren nur ein paar Zähne. Und das... irgendein Loch, damit wir nichts machen können. Okay, dann werden wir mal hier die... lustige Uhr auslösen. Weiter. Ich glaube, die Stelle hier ist ein bisschen schwierig. Ich erinnere mich, dass ich da ein paar Problemchen mit hatte, als ich das gespielt habe zum ersten Mal. Wir werden sehen. Okay, einmal ein Loch. Da hinten geht es auch weiter. Lösen wir erstmal hier die Uhr aus. Aha, aha. Gehen wir aber erstmal hier durch. Wow. Dunkelheit. Da geht's irgendwie wieder raus. Oder nicht? Ich weiß es gerade nicht. Schnauze. Ist ja cool. Und hier genau auf das Auge von dem Viech gucken kann. Ich höre die Schnauze, aber ich kann sie nicht zuordnen. Kann ich hier raus, ohne zu sterben? Nee, ich kann hier gar nichts. Wahrscheinlich soll ich auf die Schnauze schießen. Ein Körbchen. 11 von 14 Schnauzen. Ja. Doch, also ich finde, wir haben uns wirklich gut geschlagen bisher mit dem Finden. Und das ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Okay, jetzt wird es, glaube ich, knifflig. Unter anderem, weil hier die... die Kamera ein bisschen rumbockt. Hier war, glaube ich, keine Uhr, die man noch auswählen lösen konnte. Nee. Okay. Da geht's auch noch rüber. Ich
glaube, wir können da auch weiter, aber ich wollte jetzt erstmal hier noch in das Loch reingucken. Zack, kaputt. Gibt es irgendwelche Hinweise? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Es ist echt dunkel, ich sehe gerade selber nichts. Falls ihr in dem Video nichts seht, wundert euch nicht. Komme ich da rüber? Ne, da bleibe ich hängen. Das ist ja blöd. Sah gerade so aus, als könnte ich da rüber. Aber da ist, glaube ich, eine unsichtbare Wand. Was? Na super. Ja, ich bin gerade wieder am Anfang. Muss ich eigentlich das Secret jetzt nochmal einsammeln, oder? Wow. Das war verdammt knapp gerade. Ach, ich glaube, ich weiß, was ich eben falsch gemacht habe. Ich muss darüber. Boah, also die Wege, die sind echt... Also das ist verdammt knapp. Da kommt man nicht so gut rüber. Boah. So. Und die Uhr. Ich hoffe, die können wir auch aus dem Winkel auslösen. Oh, oh. Sieht schlecht aus. Moment. Mal hier hingehen. Vielleicht geht es von hier aus besser. Von hier aus müsste es aber jetzt eigentlich gehen. Ja. Ja, was hat sie gemacht? Irgendwie nichts. Ah doch, okay. Okay, ich glaube, wir sind oben, ne? Weiter hoch geht's nicht mehr. Dadurch kann man, glaube ich, nicht. Dann legen wir hier wieder eine Bombe hin. Und sind schon im nächsten Abschnitt. Es heißt, eine Katze habe 9 Leben. Alice, ich hoffe, du hast ähnlich viele. Das hoffe ich auch. Wäre blöd, wenn man hier ein Game Over hätte und wieder ganz von vorne anfangen müsste. Ja, diese Gasdinger sind ein bisschen knifflig manchmal, weil... dass so Partikel sind und man immer nie so richtig weiß, wo man landet. Okay, wir zerlegen hier mal die Geschirrtypen. Wow, okay. Von vorne bitte. Okay. Kaputt. Der ist noch nicht kaputt. So. Geschafft. Da hinten ist eine Blüte. Eine Lotusblüte. Ich glaube, wir haben volles Leben. Ja. Da hinten ist noch eine Sprungplattform. Ich weiß nicht, ob das... Wow, ich glaube, das hier ist auch so eine Secret-Stelle. Oder müssen wir dahin? Ich... Ja, da müssen wir hin. Ich hatte jetzt gedacht, das wäre eine heimliche Stelle, aber... Dann haben wir jetzt ja das übersprungen. Kommen wir denn noch wieder zurück?
Nee. Hoffentlich müssen wir den Kampf jetzt nicht nochmal machen. Nee, aber wir müssen nochmal den Weg nehmen. Naja, das schaffen wir ja. Denn ich habe doch hier die noch übersehen. Da ist doch noch ein Secret. Fläschchen. Wir wollen doch unsere gute Quote aufrecht. Hallo? Danke. Eine gute Quote aufrechterhalten. So, haben wir denn jetzt hier noch irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können jetzt getrost rübergehen. Zack. Was steht da? Dekadenz. Abfall im Überfluss. Heute endet die Verrücktheit des Hutmachers. Da ist wieder dieses Zeichen. Durchgestrichen. Huh. Interessant. Du bist hier nicht willkommen. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Und du bist ein unerträgliches Ärgernis. Manche mögen es heiß, aber keiner mag es so heiß. Meister im schlechte Witze reißen. Okay. Die Musik hier ist ziemlich creepy. Da oben kann man irgendwie was kaputt machen. Ich glaube von der anderen Seite. Ich möchte eigentlich nur äußerst ungerne von diesen Teekannen angegriffen werden gerade. Da hinten ist ein... Wow. Mit heißer Lava. Und ließen sich auf uns. Aua. Ich kann hier sehr schlecht ausweichen, wenn man überhaupt irgendwie ausweichen kann. Was hat sich jetzt? Ah. Aua. Aua. Bloß in Ruhe. So, hier haben wir noch ein Ventil zum Drehen. Auf der anderen Seite. Boah, diese Musik, die macht einen echt, im wahrsten Sinne des Wortes, bekloppt. Ventil drehen. Aha. Okay. Ich habe die Arme, die du brauchst. Nun, genau genommen, die der Hutmacher braucht. Ach, egal. Ich werde dich zerquetschen. Warum wollen sie den Hutmacher eigentlich tot sehen? Wollen sie seine Firma übernehmen? Wollen sie die Weltherrschaft an sich reißen? Man weiß es nicht. Industrie heißt Fortschritt. Und wir kommen hier wieder raus. Aber erst in der nächsten Folge. Diese Folge ist für heute vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Ansehen und wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder. Macht's gut!